Love and marriage. Das ist Sport, ja. Das ist Sport, Freunde. Die schweren Taschen tragen. Ja, das ist mit dem Gewicht heben. Also darf man sich nicht immer so schonen, sondern irgendwann so Arme. Ich habe hier eine Frau, die hilft mir. Wahnsinn, heute fahren wir zum ersten Mal, also was mich so betrifft, im Cabriolette der blonden Frau offen, gell? Wie ist das so, wenn man so als schöne Frau in einem Cabriolette sitzt und die Typen werden dann immer ganz geil bei der Hitze? Das sage ich jetzt nichts. Ja, hat sie eben gesagt, weil ich hatte eben einen wichtigen Termin bei meiner Lungenärztin und die Madame war natürlich diesen geilen Böcken schutzlos ausgeliefert und sie hat mir eben gesagt, ja, die werden alle ganz geil. Wahrscheinlich hängt das mit der Hitze zusammen. Da spannt der Bolzen bei manchen Bautigern in der Latzhose. Mhm. Unser Stuttgart, gell? Unser Stuttgart. Ach, ja. Man kann ja auch mal oben rausgucken jetzt. Unser Stuttgart, wunderschön. Kaum auszuhalten. Unser Bahnhof. Wunderschön, wunderschön. Nicht jede Singer-Songwriterin braucht eine Gitarre. Wahnsinn, der Typ im Radio hat gerade erzählt, dass nicht jeder Singer und Songwriter eine Gitarre braucht. Manchmal tun es auch die Beats. Wahnsinn, Wahnsinn. Was kommt da im Radio? Der 50 Cent hat nur noch 50 Cent. Wahnsinn. Für ein Fick-Video. 5 Millionen. Wahnsinn. Was hörst du denn da für einen Sender? Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Da wird mir eindeutig zu viel gelabert. Immer dieses intellektuelle Gelaber da. Nee, das gefällt mir am besten. Da kommt doch überhaupt keiner mit. Wenn ich Radio hören will, will ich Musik hören. Und nicht da irgendwelches Gelaber von Journalistenpack da. Der Wind, die drei Buchstaben trägt. Und das ist doch Nazi-Musik. Allein durch die Hoffnung verbunden, die Masse um Zugabe fließt. Ah, die langhaarige Revolution da. Deutschlandfunk. Intellektuelles Dreckspack. Jetzt beim Adolf nicht geben. Er wegschlässt die Stirn. Klosterschüler im Sonnibad. Hey, da habt ihr den Salat. Deutschland ist gut. Vor ihrem Neid leider schreien. Doch die vier sind Männer von Ehre und lassen die Schlampen nicht rein. Denn Deutschland, sie waren den Deutschen. Deutschland ist geil! Oh, Telefon! Live! Hallo? Ja? Die geile Sau! Sei ruhig da! Geile Sau! Der Achim macht seine Witze! Witze! Der Achim macht Witze! Ja, furchtbar! Witze. Was machen wir denn jetzt heute Abend? Kann ich euch sagen, das, was Frauen immer machen, so. Auf dem Fischmarkt, ja, trinken, um zu vergessen, Ausfall, weil mal wieder keiner angebissen hat. Gar nicht mehr, oder was? Wahrscheinlich wird er von seiner Alten kontrolliert. Achim, hör auf jetzt mit dem Quark. Glaube ich, jetzt auf der Fischmarkt. Was zu ficken gibt, auf dem Fischmarkt. Okay. Ja? Rechte ficken, ein paar 40-Jährige aufreißen, Rechte ficken auf dem Fischmarkt. Ich glaube, das mache ich. Okay, okay, bei der Hitze okay. Sind die willig, die okay, Weiber. Okay, alles klar. Ja, da bespringen die alles. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Dokument der Zeitgeschichte. Das hier, liebe Freunde, ist die berühmte Shell-Tankstelle, die einst 1954 von der Familie Berntaler betrieben wurde.
Bernie Berntaler, ein Radiogott, ein Fantast, ein Hieroglyph, ein Genie des Radios, der Mann, der es erfunden hat quasi. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, die die blonde Frau erzählen kann. Wie war das? Du hast einen Onkel gehabt. Ja, der war Rallye-Fahrer und Architekt, mein Onkel, der Onkel Jürgen. Der Jürgen Dieterich. Ja, der, und Bernie, wo ist der Bezug zu Berntaler? Ja, der hat immer da getankt an der Tanke und er hat dann immer dem kleinen Bernie ein Eis gekauft. Dem also, kleinen Bernie Berntaler, ja, deswegen, Eis. Deswegen also, ist der Bernie also Berntaler auch so dick geworden. Dem Sohn vom Besitzer hat er ja immer ein Eis bezahlt. Ja, genau. Aus der Kühltruhe. Man kann sagen, der Onkel von ihr ist schuld an dem adipösen Sein des berühmten Bernie Berntalers. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Zumindest hat er den Grundstein gelegt für die Adipösität. Und dein Architektenonkel, welches berühmte Gebäude in Stuttgart hat er zum Beispiel gebaut? ADAC, wie heißt das, Sport und Motor, da das Verlagshaus. Wollte ich gerade sagen, ja, mein Lieblingsverlagshaus, die ja Stuttgarter Motorpresse. Ja, die hat er gebaut, ja, die hat er einen Wettbewerb damals gewonnen. Ja. Glasfassade. Ja. Ja. Stuttgarter. War halt in den 70er war das modern, gell. Der Motorverlag, ja, in Stuttgart. Auch eins meiner liebsten Verläge. Lage. Und jetzt natürlich die Frage, die die Nation schon seit langem bewegt. Letztens hat einer gefragt, was will so eine schöne Frau mit so einem Zausel wie dir? Antwort? Mit Zausel war ich gemeint. Was soll denn die blöde Frage? Die war wirklich in Raum gestellt. Ja, was will so eine schöne Frau mit so einem hübschen Zausel wie mir? Ach so. Das gebe ich auch keine Antwort drauf. Das wird zu doof. Mensch, leider lief die Kamera gerade nicht. Wir sind hier am Altenheim vorbeigefahren. Da war unten einer meiner Lieblingsdiscounter drin. Der Bonusmarkt passt eigentlich gut zusammen. Wie heißt es, wenn man das Wasser nicht mehr halten kann? Inkontinenz. Also Inkontinenz und Inkompetenz. Und Inkompetenz passen gut zusammen, gell? Also du meinst, weil der Bonus jetzt im Altersheim ist? Weil der Bonus jetzt im Altersheim ist, ja, die Inkontinenz und Inkompetenz sind so ähnlich. Vereint. Ja. Wahnsinn. Man kann hier quasi von einer Symbiose sprechen, gell? Ja. Symbiose, das Lieblingswort von Herrn Sandner, gell? Ja, liebe Hauptschüler, Symbiose, einfach mal googeln. Mensch, Meier, die alten Weiber, die sollten gerade einen Führerschein wegnehmen. Kannst du dich nochmal aufregen? Die Kamera nee, lief nicht. Nee, jetzt nicht. Raus jetzt. Love and marriage.